Roger, sind wir soweit, oder was? Hast gesehen, der Porsche ist wieder zurück. Endlich wieder guten Kaffee. Da sind wir noch motivierter, noch viel motivierter, endlich wieder was zu reißen. Denn heute stellen wir euch mal wieder, es ist ein großer Moment, ein neues Projekt vor. Nach dem Ciao-Projekt von Elias haben wir uns dazu entschlossen, als nächstes eins meiner Projekte anzureißen. Steht schon etwas länger und ich bin super gespannt, was wir daraus machen können. Deswegen, ja, nehmen wir unseren Kaffee mit, schauen einmal nach draußen und dann gibt es auch schon die Auflösung für euch, was euch in Zukunft hier auf dem Kanal erwarten wird. Es wird auf jeden Fall wild. Das kann ich euch versprechen. Also wie gesagt, ist dieses Projekt schon länger in meinem Kopf. Gerade Custom-Umbauten, das ist genau meine Welt. Und deswegen bin ich mega froh, dass wir dieses Projekt jetzt zusammen mit dem Elias auch realisieren können. Es wird auf jeden Fall extremer, ja, und nicht für jeden Geschmack. Denn es ist natürlich so, Custom-Umbauten, das heißt natürlich Rahmen umbauen, zerflexen. Tut immer ein bisschen weh, gerade bei Mofas, die noch relativ gut im Zustand sind. Deswegen bin ich jetzt mega froh, euch meine Basis, mein Projekt vorstellen zu können. Schöner Hobel vom Schaller übrigens. Ah, oh, was ein schönes Ding. Ja, meine Freunde, das ist es. Mein neues Projekt, unser Custom-Umbau. Here we go. Den brauchen wir noch. Elias! Lecker! Meine Perle! Oh, ich Chuzpe! Ist fast fertig. Ich hab schon viel gemacht. Also eigentlich nur noch der Feinschliff fehlt. Dachte, da können wir zusammen die nächsten Tage mal kurz vorführen. Nehmen wir Spaß beiseite, aber... Uiuiui. Geil, oder? Ist nicht viel Arbeit. Sind wir mal realistisch. Es wird ein Custom-Bike. Da muss eh alles einmal weg und einmal alles neu. Der kommt auch nicht mehr dran. Wenn wir jetzt eins genommen hätten, wo in einem besseren Zustand wäre, wäre jetzt der Schockmoment zwar nicht so groß, aber am Ende wäre es, die Arbeit wäre wahrscheinlich die gleiche. Nicht so schade. Ich meine, das wäre im Müll gelandet. Weißt du, ich habe 50 Stutz gezahlt. Das hat er sonst weggeworfen. Also können wir es auch mit gutem Gewissen umbauen, denke ich. Denn das Ding restaurieren, klar, ist machbar, aber da gibt es auf jeden Fall bessere Modelle, die noch besser benannt sind dafür. Und das ist die ideale Basis eigentlich für unser Custom-Projekt. Lass das Ding noch in die Werkstatt hochnehmen, da haben wir es ruhiger, haben wir Werkzeug. Schauen wir uns mal alles genau an. Habe ich schon geschaut, ist noch gut. Ne? Okay, ich glaube nicht. Also ab in die Werkstatt damit, Projektbesprechung. Lass ich einen Auspuff. Ja, super. Vorsicht, ne? Nicht, dass was abfüllt. Und ja, kein Kratzer, ich sag's dir. Aber alles träge. Die rollt ja nicht. Alter! Du machst ja schon Motorengeräusch. Ich glaube, das ist noch gut. Elias, genieße diesen Moment. Projektstart. Das Geilste, wenn du nicht weißt, auf was für ein Scheiße dich eingelassen hast. Alle noch voll motiviert, hä? Oh, in einem Monat hängen wir da. Will nach Hause. Ja, so ungefähr. Also, Möwisqui. Ich schätze dies Projekt. Weißt du dir? Nein, nein! So, neu, da kann man schon. Was hast du vorgestellt? Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich stehe ja eh nicht so auf mega original. Zum Beispiel das Low-Budget-Projekt, ja? Der ist ja wirklich mega original geworden. Ja. Klar, jetzt kam der Rennsatz drauf und so, aber grundsätzlich so vom Style haben wir eigentlich nichts verändert und das ist auch okay gewesen. Kann man mal zeigen, dass es so auch funktioniert. Aber natürlich, der Drang wird jetzt immer größer bei mir. Ich möchte wieder was Einzigartiges bauen. Du hast es gemerkt, der Anhänger kam nicht nur bei uns wieder an, auch die Leute hier auf dem Kanal. Das ist einfach geil, wenn du was baust, wo einfach einmalig wird am Schluss. Minimalig. Da wäre halt geil, wenn wir zum Beispiel zu unserem Anhänger, war also meine grobe Idee, etwas bauen, wo ihn auch ziehen kann, wo dazu passt. Also quasi das Mofa zum Anhänger. Muss jetzt nicht der gleiche Style sein, aber es muss wenigstens customized sein, dass es passt. Jau! Ich habe ja schon angekündigt, Custom-Projekt, und du bist ja hier der kreative Kopf. Ich habe Custom so mal aufgenommen, sehr, sehr geil. Ich habe auch mal mit so einem Rahmen gerechnet, weil da kannst du mit einem Maxi Safe Custom auch machen. Aber ich glaube, da haben wir einfach mehr Möglichkeiten, ist mehr Oldschool noch. Auch mit dem Tank Element, und so kannst du Tank, viel spielen. Ja. Auch der Motor ist natürlich ein mega schöner Motor. Ich sehe viele Teile, die weggehen.
Ich meine, du hast es gesehen, der Anhänger. Da haben wir eigentlich auch komplett, da haben viele auch geschrieben, wir hätten auch gerade einen neuen Rahmen bauen können. Absolut. Weil wir wirklich eigentlich fast alles verändert haben. Aber du brauchst ja irgendeine NOS. Kommt gerade im Shop. Hypernoor. Was ich sagen wollte, ist, du brauchst ja irgendwas, mit dem du anfängst. Einfach von null sagen, hey, ich baue mir jetzt einen Rahmen selbst. Das geht ja nicht. Du musst ja irgendwas haben. Finde ich auch cool, wenn du eine Basis hast. Klar. Wo du ein bisschen Referenzen dazu versprechen. Und das werden wir hier sehr haben. Sehr geil. Also ich meine, wäre schon mal ein Erfolg, wenn das Ding wieder rollen würde. Hey, das ist ja ultra anstrengend. Ich sehe, du bist schon fleißig am Zeichnen. Oh, das könnte gut werden. Ja, wir wissen, wie willst du mal hier schauen? Ich habe mal drei Varianten aufzeichnet. Variante 1 finde ich sehr, 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 sehr geil, aber... Sollen wir vielleicht, bevor wir alle sehen, auch wenn ich sind alle, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, schau dir den Hobel an. Aber vielleicht zeigen wir kurz unsere Ideen. Ich meine, das ist jetzt wirklich nur eine grobe Skizze. Es wird am Schluss ja nicht 1:1, das heißt, wir spoilern nicht zu sehr. Aber dass wir eine Idee ungefähr haben, wo die Reise hingehen könnte. Und dann könnt ihr ja auch noch eure Meinung reinschreiben, was ihr vielleicht noch hier sehen würdet. Und am Schluss müssen wir uns auf jeden Fall für irgendwas entscheiden. Denn der Plan ist schon, eigentlich möglichst bald anzufangen. Mhm. Zeig mal deine erste Zeichnung. Also ich finde es schon geil. Ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen. Das war jetzt mal so ein grober Vorschlag. Erzähl mal ganz kurz, was hast du dir da genau gedacht dabei? Es ist natürlich sehr gestrippt, wie Customs halt voraussetzt, sage ich mal. Wäre jetzt mit einer Eigenbaugabel, eben darum sehr, sehr intensiv. Aber grundsätzlich eine bogene Wabel, dass wir mehr Länge bekommen, dass wir tiefer rüberkommen. Hier ganz klar auch ein Heckumbau, wir haben das hier gefedert. Ich will auf Hardtail tendieren, vielleicht mit einer Federung drinnen. Wir haben hier ganz komplett Packträger, alles strippet und auch wieder ein bisschen Länge gewinnen. Also quasi tiefer und länger das Ganze machen. Genau, das Ganze auf jeden Fall. Mega cool. Hier sogar denke ich, mit einer Stockschaltung, mit einer Handschaltung. Aber das ist... Hast du beim Sick abgeschaut? Das ist, ja, das ist natürlich ein Traum. Wenn du jetzt alte Indien Töpfe anschaust oder so, mit einer Stockschaltung. Jau! Das ist also, reiß! Es ist geil. Also ich meine, es gibt auch Kasten, du machst einfach einen anderen Lenker, schöne Felgen und fertig. Aber wir haben halt gesagt, ne, wenn schon, denn schon. Genau. Mit Rahmen umbauen, Gabel umbauen, Lampe, Lenker, Sattel, Reifen, Felgen, alles gemacht. Motor ist das andere Thema. Aber so vom Style auf jeden Fall mein Geschmack. Nummer 2. Grundsätzlich ähnlich, die Gradgabelenart übernommen, tiefer runter, vielleicht sogar verstieft oder halt einfach wirklich tiefer geleitet, dass sie nur noch feinen Federweg hat, Proforma Federweg hat. Sicher einen einfacheren Umbau, klar, eben keine Gabel bauen. Aber ja, das ist jetzt ein, wie soll ich sagen, Umbau mit weniger Aufwand. Also ich glaube, man kriegt eine grobe Idee, wir wollen natürlich jetzt nicht konkret werden, A, wissen wir es noch nicht, B, würden wir es euch auch gar nicht erzählen, weil sonst ist ja die ganze Spannung raus. Ich habe noch eine, wo man mit Anbauteilen könnte schaffen. Okay. Ist noch ein bisschen mehr, sag jetzt mal Werner Beinhardt. Ja, ist geil. Noch ein bisschen mehr. Ich meine, die ist sogar einen halben Meter länger, ne? Die ist schon einiges ich länger. Ich sehe eine Springergabel. Die Springergabel, die bringt natürlich schon Länge. Der ganze Rahmen ist abgeleitet. Wenn ihr euch das mal anschaut, wir haben jetzt hier aktuell, der Rahmen geht nicht horizontal. Nicht vertikal nach oben, aber schon relativ gerade. Das heißt, das ganze Mofa müsste quasi wie so liegen, genau, damit der Rahmen hinten die Biegung bekommt und wir vorne dann hoffentlich mit einer längeren Gabel und einer schrägeren Gabel auch wieder bis zum Boden kommen. Ist auch ein geiler Einfall, gefällt mir gut, sieht sehr, sehr cool aus. Ja, mich würde es mal interessieren, was würdet ihr machen, woran denkt ihr beim Thema Custom Bike? Schreibt uns gerne all eure wilden Ideen in die Kommentare, ihr merkt, Der Kickstarter. Nee, das ist kein Kickstarter. Eure Einfälle gerne in die Kommentare schreiben. Roger, zeig gleich nochmal ganz kurz hier unser perfektes 1A geregeltes Wegfahrsperrsystem. Ja, die klaut ja safe keiner hier. Ja, sieht man nicht gerne, aber für den Preis und vor allem für den Plan, den wir haben, kann man damit leben. Und ich denke, also ich hoffe, man wird es nicht wiedererkennen, wenn es fertig ist. Dann denke ich, ist umso cooler, dass es davor so ein runtergekommenes Ding war und wir es quasi trotzdem gerettet haben. Auch wenn wir es für viele vielleicht zerstört haben, aber gewissermaßen ist es gerettet, weil sie kommt wieder auf die Straße, sie wird wieder laufen und vor allem wird es eine Perle, die du überall hinstellen kannst und dich nicht dafür schämen musst. Ich mache das immer gern, so die ganz hohen Ansprüche und dann müssen wir erstmal abliefern. Wir reden dann in 2-3 Jahren mal weiter, wenn wir den Tank entrostet haben. Wir halten uns ran, um euch hier möglichst schnell irgendwie Ergebnisse zu zeigen. A ist natürlich der ganze Rahmenumbau, B kommt es dann auch auf die Farbe, auf die Felgen an, die ganzen Anbauteile. Komplett. Ich bin schon mega heiß, am liebsten würde ich jetzt gerade direkt anfangen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Video. Dann werden wir anfangen, das Ding hier komplett zu strippen, würde ich sagen. Bis auf den Rahmen runter. Machen wir nochmal genaue Bestandsaufnahme, was kann man überhaupt noch verwenden? Was wollen wir überhaupt noch verwenden? Und dann geht es eigentlich schon los mit den Modifikationen und den
den Arbeiten am Rahmen, würde ich behaupten. Das war die Projektankündigung. Neues Projekt. Ich bin mega gehypt und ich bin auch froh, dass du an Bord bist, Elias. Deswegen verabschiede ich uns jetzt für dieses Video. Custom-Projekt Mofa-Kult. Es geht los. Abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Macht es gut und ciao. Tschüss.